Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, habe ich meinen Ugly Christmas Sweater ausgepackt. Das heißt, heute wird es ein bisschen weihnachtlich hier. Ich möchte euch nämlich drei Bücher vorstellen, die sich perfekt für die Vorweihnachtszeit eignen. Zwei davon habe ich bereits gelesen, das andere habe ich mir eigentlich für letztes Jahr für die Vorweihnachtszeit gekauft, habe es da aber nicht gelesen und würde das gerne jetzt nachholen. Aber ich habe schon so viel Positives davon gehört, dass ich es euch einfach heute vorstellen möchte. Das andere davon habe ich gerade erst gelesen und will es euch deshalb unbedingt ans Herz legen. Und das dritte davon ist für mich etwas ganz Besonderes, aber dazu später mehr. Fangen wir vielleicht einfach mit dem ersten Buch an, das ich noch nicht gelesen habe. Und zwar ist das Empfehlung für dich von Laura Silverman. Da habe ich letztes Jahr von euch sehr viel positives Feedback zu bekommen. Ich hatte euch nämlich gefragt, welches Buch ich eurer Meinung nach unbedingt lesen sollte. Und da haben ganz viele dieses hier empfohlen. Empfehlung für dich als Empfehlung von euch quasi. Ja, ich kann euch leider nicht so viel dazu erzählen, außer dass es im Hause Carlsen erschienen ist und dass es eine süße Vorweihnachtsgeschichte ist oder Weihnachtsgeschichte ist. Ja, alles andere muss jetzt wohl der Klappentext regeln. Jojana liebt ihren Job in der Buchhandlung. Was ist schöner, als anderen die passende Lektüre zu empfehlen? Und Jojana hat fast immer den richtigen Tipp. Darum ist sie siegessicher, als ihre Chefin eine Feiertags-Challenge ausruft. Wer bis Weihnachten die meisten Bücher verkauft, dem winkt ein Bonus. Doch sie bekommt unerwartet Konkurrenz. Ausgerechnet Neuzugang Jake erweist sich als geschickter Verkäufer. Dabei liest er nicht mal. Jake mag süß sein, sehr süß. Trotzdem ist Jojana wild entschlossen, ihn zu übertrumpfen und kommt ihm im Laufe des Wettbewerbs immer näher. Klingt sehr, sehr vielversprechend, auch wenn ich den Namen der Protagonisten ganz, ganz furchtbar finde, weil ich es sehr anstrengend finde zu lesen. Dann kommen wir zu dem Buch, das ich gerade erst beendet habe, beziehungsweise in den letzten Wochen beendet habe. Und zwar ist das Kisses in the Snow von Tonia Krüger, Leonie Lastella und Valentina Fast. Da habe ich euch ja im Lesemonat schon einiges zu erzählt. Ich war etwas verwirrt, weil ich dachte, es sind drei Geschichten. Das werdet ihr gleich anhand vom Klappentext auch sehen. Und da dachte ich, dass jeder der drei Autorinnen auch wirklich eine der drei Geschichten geschrieben hat. Ich bin da felsenfest davon ausgegangen, dass es sich um drei Kurzgeschichten handelt. Unter dem Klappentext steht allerdings drei Paare, drei Perspektiven, drei Autorinnen, eine Geschichte. Das habe ich nicht, ich habe es zwar vielleicht gelesen, aber nicht realisiert, dass das wirklich ein Buch ist mit einer Story von Anfang bis Ende im Ganzen, also ein Buch im Ganzen, das aber von drei Autorinnen geschrieben wurde. Klingt verwirrend, ist es aber gar nicht. Du merkst nämlich gar nicht, wo der eine Autor aufhört und der andere anfängt. Und es ist alles so perfekt aufeinander abgestimmt. Ich kann euch nicht mal sagen, welche Teile von wem geschrieben wurden, ob jetzt wirklich jede Autorin ein Pärchen, also die Szenen von einem Pärchen geschrieben hat. Aber das geht alles so wie Zahnräder ineinander über, dass man es echt gar nicht merkt. Ich denke, das Lektorat hat da auch noch sein Übriges dazu getan. Aber es ist einfach eine Geschichte, die geht ans Herz, die ist schön, die ist nicht zu kitschig. Also es gibt ja auch viele, die sagen, dass Weihnachtsromane zu kitschig sind. Sie hatte natürlich auch ein paar Kitschmomente und auch ein paar zähe Momente oder Szenen, die jetzt nicht ganz so interessant für mich waren. Aber an und für sich war es eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte und deshalb musste ich sie auch jetzt mit ins Video aufnehmen. Und dann kommen wir last but not least zum dritten Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Und das ist irgendwie was richtig Besonderes für mich. Jedes Jahr bringt der Ravensburger Verlag nämlich ein Buch raus mit 24 Kurzgeschichten von 24 Autoren und Autorinnen. Das heißt, man kann quasi es wie einen Adventskalender benutzen, nur als Buch. Das heißt, der Ravensburger Verlag druckt die Bücher in limitierter Auflage, also
die gibt es nicht massenhaft. Und man kann dann quasi am 1. Dezember starten. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich muss gerade gucken. Ah, ich habe übrigens das Buch damals gewonnen. Deshalb haben auch gefühlt alle Autoren und Autorinnen hier drin unterschrieben. Hier seht ihr auch nochmal alle, die daran teilgenommen haben. Ich glaube, das war das zweite Jahr, in dem es das gab, letztes Jahr. Und dieses Jahr gibt es wieder ein Buch, weil ich finde, dass man die auch jedes Jahr aufs Neue lesen könnte, wenn man wollte. Also so, hier ist Türchen Nummer 1 quasi. Das ist von Jana Schäfer. Und ja, dann hat sie halt so ein paar Seiten Geschichte. Wie lang geht die hier? Von Seite, ich muss mal kurz gucken, wie lang sie ungefähr sind. Von Seite 6 bis Seite 22. Da die Geschichte ein bisschen länger war, ist Türchen Nummer 2 der zweite Teil von Thea und Parker. Manche Autoren haben auch nur ein Türchen und eine Geschichte, also es sind nicht 24 Autorinnen und Autoren. Aber ja, manche Geschichten sind einfach auf 2 Tage aufgeteilt. An und für sich ist es aber eine richtig coole Idee. Ich wollte mir auch unbedingt noch den Kalender von dem Jahr davor kaufen. Und ich habe mir auch den für dieses Jahr schon bestellt. Der ist aber leider noch nicht angekommen. Erst hatte ich ja überlegt, ob ich das hier nochmal lesen möchte. Aber dann habe ich gesagt, nee, es gibt noch 2, die ich nicht kenne. Also bestelle ich auch einfach mal den neuen. So, ich bin ein großer Fan davon. Ich finde es auch irgendwie schön, dass man nicht nur Schokoladenkalender hat oder irgendwelche überteuerten Kinderkalender für 25 Euro, was ich total übertrieben finde, sondern dass man auch mal sowas macht und man einfach jeden Abend im Bett, also ich habe es so gemacht, jeden Abend im Bett eine kleine Kurzgeschichte lesen kann. Fand ich schön, finde den Gedanken schön und würde es euch gerne ans Herz legen. Ihr Lieben, das waren schon wieder alle 3 Bücher, die ich für euch vorbereitet habe. Wenn ihr noch Ideen für 3 Bücher, die Videos habt, dann packt die wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mit mir interagiert und wenn ihr an meinem Programm so ein bisschen teilnehmt. Das war's jetzt von mir. Habt's fein, ich wünsche euch was und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!